Es gibt so einen ganz witzigen Spruch, wenn Bogenschießen einfach wäre, würde es Fußball heißen. Immer in der Mitte gelb? Ja. Aber kommt dann mitten in Schwarzer? Von Kugelschützen. Ah. Aber in Kugelschützen sind schwarz, ist alles schwarz. Aber nicht gerade. Sorry, ich bin perfektionistisch veranlagt. Pass auf, dass du mit der Hand ganz eng am Kind dran bist. Jetzt hast du hier so eine Lücke, weißt du? Hast du hier das da? Ja. Ja. Versuch wirklich mit der ganzen Hand wirklich unter das Kinn. So. Ja, so ist doch wunderbar. Und dann war alles gut so, bloß halt der Schuss gerade eben war so ein bisschen so runter. Oh, hast rein! Egal wie, das war richtig gut. Also für den Hochschulsport stellen wir eigentlich alles zur Verfügung. Also wir haben immer einen kompletten Bogen und mindestens 4 Pfeile, die man alle schießen kann. Wir machen das, weil sich nicht jeder so einen Bogen gleich kaufen soll. Nicht so schnell. Wieso nicht? Wieso nicht? Weil man damit nicht zielen kann. Ja, ich ziele ja. Kannst du nicht. In der Zeit kannst du nicht zielen. Doch, ich sehe zumindest. Also die Scheibe sehen tut man was nicht. Ich sehe durch diesen Kreis durch den Punkt, auf den ich schießen möchte. Ja, und dann ziehst du auf und dann ist er wohl ganz anders. Deswegen erst nachdem du ausgezogen hast, nochmal ganz in Ruhe da drauf gehen auf den Punkt. Körperlich auszahlen tut sich's, ja, Arme für eben Rückenmuskulatur, für Rückenprobleme. Du hast ein Körpergefühl, ein besseres Körpergefühl auf alle Fälle, weil du einfach immer in deinen Körper hineinfühlen musst. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt, was man an Muskelmasse sieht, aber das ist was man sein Leben lang, glaube ich, von profitiert.